Unser Glockenspiel. Friedrich, ist das die Überraschung? Das ist ja wundervoll. Sag mal, kannst du mir mal sagen, was das soll? Sie meinen das Glockenspiel? Allerdings. Wessen Idee war es, mir diese Überraschung zu verderben? Du schuldest mir noch einen Gefallen. Bring mir einen Tee. Baronin, bald wird es Ihnen besser gehen. Was ist denn nur mit mir? Bleiben Sie liegen, Sie müssen sich schonen. Das sehe ich auch so. Die Schwangerschaft setzt Ihnen doch mehr zu, als ich dachte. Stimmt etwas mit meinem Kind nicht? Nein, nein. Da ist alles in bester Ordnung. Es hat erfreulich kräftige Herztöne. Ist Gott sei Dank nicht so schlimm. Schrecklichen Kopfschmerzen und diese Schwindelanfälle. Was bedeutet das denn alles? Nun, Ihr Körper macht gerade eine große Veränderung durch. Und jede Frau reagiert anders darauf. Nehmen Sie denn die Stärkungstropfen, die ich Ihnen gegeben habe? Ich habe ihr eben welche gegeben. War das falsch? Das war vollkommen richtig. Sie müssen das Mittel regelmäßig einnehmen. Tja, und wenn Sie merken, dass Kopfschmerzen im Anflug sind, dann machen Sie einfach einen Spaziergang an der frischen Luft. Dann kann ich nach Hause. Sie bleiben selbstverständlich hier. Meine Schwester wird sich um Sie kümmern, nicht wahr, Magda? Ich richte gleich das Gästezimmer her. Sie sehen, es ist für alles gesorgt. Sie sind in den besten Händen. Wenn Sie wollen, lese ich Ihnen später wieder etwas vor. Aber der Arzt hat doch gesagt, dass die Baronin Ruhe braucht. Es wäre schön, wenn Sie mir etwas Gesellschaft leisten. Sie sollten jetzt erstmal an Ihr Kind denken, Baronin. Schlafen Sie erstmal ein bisschen. Ich bleibe in Ihrer Nähe. Ja, das ist bestimmt das Beste, aber es kann ja jetzt nichts passieren. Ich glaube nicht, dass der Baron was Ernsthaftes fehlt. Sie erwartet einfach ein Kind. Stimmt. Die feinen Damen fallen ja ständig um. Naja, das liegt an diesen engen Korsetts. Wie soll man denn da atmen? Ob Herr Hartenstein wegen dem Glockenspiel noch böse ist? Er war ganz schön sauer. Bestimmt denkt er sich schon eine deftige Strafe aus. Aber du wolltest mir doch nur eine Freude machen. Er wird mir schon nicht den Kopf abreißen. Lena, sag Gudrun, dass sie eine Kraftbrühe für die Baronin machen soll, bitte. Sehr wohl. So, junger Mann, und jetzt zu dir. Aber Max wollte mir doch nur eine Freude machen. Geh ruhig, Lena. Entschuldigen Sie, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe nicht gewusst, dass Sie das Glockenspiel gern selbst einweihen wollten. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Wer weiß, was sich die feine Gesellschaft diesmal für eine Gemeinheit ausdenkt. Ach, nun mach dich mal nicht verrückt. Erzähl mir lieber, was der Arzt zur Baronin gesagt hat. Keine Ahnung, ich war ja nicht dabei. Ach so, du sollst der Baronin eine Kraftbrühe machen, bitte. Ja, ist schon auf dem Herd. Wenn Sie Max noch mal so viel Lohn abziehen, kündigt er diesmal ganz bestimmt.
Dabei hat er alles nur für mich gemacht. Ach, nur sieh mal nicht so schwarz. Wieso mussten die beiden überhaupt dazwischen kommen? Wer weiß, was noch alles passiert wäre. Gib mir mal die Terrine. Max war so romantisch heute. Ja, zappel nicht so. Ach, wie soll man denn da ruhig bleiben, wenn beinahe... Wenn beinahe was? Mensch, Gudrun, wenn Max Glocken läuten lässt für mich, das kann doch nur das eine bedeuten. So, und jetzt lese ich Ihnen eine Geschichte vor. Das Mädchen mit den Schwefelhölzern. Das ist ein Märchen von Hans Christian Andersen. Andersen? Das ist ein junger Autor aus Dänemark. Nie gehört. Brauchen Sie mich noch? Nein, danke. Friedrich hat mir dieses Buch geschenkt. Wie liebevoll seine Geschenke immer ausgesucht sind. Oh, hier geht es Ihnen schon wieder schlechter? Es geht schon. Ich würde Ihnen so gerne etwas von meinem Glück abgeben. Es ist zu ungerecht. Ich habe den besten Verlobten der Welt und Sie müssen so leiden. Aber Sie werden sehen. Wenn bald Ihr Kind auf der Welt ist, dann wird alles Leid vergessen sein. Gudruns Kraftbrühe wird Sie wieder auf die Beine bringen. Danke, Theo. Darf es sonst noch etwas sein? Vielen Dank. Na doch! Du könntest mir einen Gefallen tun, nicht? Müsste in einer geschäftlichen Angelegenheit dringend mit Baron von der Fohl sprechen. Aber Valerie, Dr. Malz hat doch gesagt, dass Sie sich schonen müssen. Ich möchte lediglich eine Unterhaltung führen. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Ich bin schließlich für Sie verantwortlich. Theo, zieh doch bitte die Vorhänge zu. Das Licht blendet die Baronin. Sehr wohl. So, und jetzt essen Sie Ihre Suppe, sonst wird die nämlich kalt. Stimmt doch irgendetwas nicht mit mir. Warten Sie, ich helfe Ihnen. Mir geht es wirklich schon viel besser. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Danke, Theo. Doch, du kannst. Sei so nett und lass nach Baron von der Fohl schicken. Valerie. Ich werde mich schon nicht überanstrengen. Und ein bisschen Ablenkung tut mir sicher gut. Das haben Sie doch selbst gesagt. Warum guckst du so unglücklich? Dass wir Valerie ruhig stellen, ist doch kein Grund zum Trauern. Und was für eine ausgezeichnete Idee, das Gift direkt in ihre Medizin zu tun. Hätte glatt von mir sein können. Jetzt kann ich mich endlich wieder den Eisenbahnwaggons widmen. Ich sagte gerade, dass ich mich jetzt um die Eisenbahn kümmern kann. Ist das Geschäft denn nicht schon längst unter Dach und Fach? Fast. Ich muss nur noch ein bisschen die Stadt umgestalten. Ich verstehe nicht ganz. Ja, wie immer. Schau dich doch mal um. Was fehlt dir? Ja. Ein Bahnhof natürlich. Diese Stadt ist doch völlig von der Welt abgeschnitten. Und daher wird sich die Gemeinde auch netterweise am Bau des Bahnhofs beteiligen. Damit ich meine Eisenbahnwaggons direkt vom Fabriktor auf die Schienen stellen kann. Weiß die Gemeinde das schon? Sie wird es gleich erfahren. Mit der Unterstützung meines Schwiegervaters wird es ein Kinderspiel sein, diese konservativen Spießbürger davon zu überzeugen. Ich wusste gar nicht, dass Graf Ahn so aufgeschlossen ist. Das weiß er selber noch nicht. Aber wenn er seinen Wein an die Bahngesellschaft verkaufen will, dann kann er gar nicht gegen den Bahnhof stimmen. Also ich halte das für keine gute Idee. Schon alleine, weil es das Erscheinungsbild der Stadt verschandeln würde. Sehen Sie denn den Vorteil nicht, den ein Bahnhof für Aalen hätte? Durchaus. Aber im Augenblick haben wir andere Probleme. Wir stehen möglicherweise vor einem Krieg. Gerade deshalb brauchen wir diesen Bahnhof. Bedenken Sie nur den Vorsprung, den das Militär mit einer modernen Verkehrsanbindung hätte. Meine Herren, sehen Sie das nicht auch so? Baron Fohl. Sie haben doch ein Gespür für Innovation. Sind Sie für den Bahnhof? Ich denke schon, dass es gewisse Vorteile hätte. Sagen Sie der Baronin, ich komme heute Abend.
Der Glaube allein nützt da gar nichts. Bei einem so großen Projekt, da muss man sich von den Fakten leiten lassen. Ja, und die haben sie nicht. Ehrlich gesagt, gerade von Ihnen habe ich mir mehr Unterstützung erhofft. Was für mich oder für Sie vom Vorteil ist, muss nicht für die ganze Stadt gelten. Und ganz alleine darum geht es hier. Dann erlauben Sie mir, Ihnen noch einmal meine Argumente zu erläutern. Darf ich Sie etwas fragen, gnädiges Fräulein? Sicher. Was passiert denn jetzt mit Max? Ich meine, wegen dem Glockenspiel. Das weiß ich nicht. Was sollte ihm denn überhaupt passieren? Max wollte mir doch nur eine Freude machen, weil wir so verliebt sind. Lina! Ich würde es einfach ungerecht finden, wenn er bestraft wird, nur weil wir glücklich sind. Hat der Hartenstein denn gesagt, dass er Max bestrafen will? Es wäre ja nicht das erste Mal. Diesmal bekommt er eine Prügelstrafe, wenn nicht noch Schlimmeres. Das ist doch Unsinn. Hier ist noch nie ein Angestellter verprügelt worden. Ja, früher. Mach dir keine Sorgen. Ich werde mit meinem Verlobten reden. Und sollte er so etwas in Erwägung gezogen haben, was ich nicht glaube, dann werde ich das verhindern. Danke. Hier ist wegen Max eine Auseinandersetzung mit deinem Verlobten. Niemand hat eine Strafe verdient, wenn er einem anderen eine Freude machen will. Außerdem muss ich mich ja gar nicht mit Friedrich streiten. Er erfüllt mir ohnehin jeden Wunsch. Bist du wirklich so gelassen, wie du tust? Ja. Es macht dir nichts aus, wenn Lina von Max schwärmt. Ich heirate nächste Woche. Und zwar den wunderbarsten Mann der Welt. Auch wenn die Stadt ihr Gesicht ein wenig verändert, es würden eine Menge Arbeitsplätze entstehen. Das kann doch nur gut sein für alle. Finden Sie? Pferde und Wagen verschandeln wenigstens nicht die Landschaft. Diese Ungetüme, die kreischend und rauchend durchs Land jagen, sind weiß Gott keine Bereicherung. Diese Ungetüme, wie Sie sie nennen, sorgen aber unter anderem auch dafür, dass alle Waren ihr Ziel schneller erreichen. Auch Ihre Kunden würden davon profitieren. Es ging auch so ganz gut. Ja, ganz gut, aber es könnte eben noch besser gehen. Was wird aus den Kutschern und den Stallbesitzern? Die kann man nicht wie die Pferde auf die Weide schicken. Die könnten doch alle bei der Bahn unterkommen. Als Heizer, als Schaffner, als Kellner, die in den Speisewagen ihren Wein servieren. Sie profitieren doch nun weiß Gott von diesem Bahnhof. Und genauso werden alle anderen gewinnen. Es hat wahrscheinlich wenig Sinn, sich gegen den Fortschritt zu stellen, auch wenn er nicht immer ein Segen ist. Nicht nur ein Segen, aber eben doch auch. Schon gut, schon gut. Ich werde Ihren Vorschlag bei der nächsten Versammlung zur Sprache bringen. Guten Tag, Max. Pater. Was kann ich für Sie tun? Ich habe den Messwein leider etwas zu knapp kalkuliert in diesem Jahr. Ich bringe ihn gleich morgen früh ein Fass in die Kapelle. Danke. Rieke, es ist soweit. Was ist soweit? Max hat mit dem Pfarrer gesprochen. Und? Verstehst du denn gar nichts? Ehrlich gesagt, nein. Sie haben über unsere Hochzeit geredet. Bist du sicher? Ich meine, normalerweise kann man von hier aus nicht viel verstehen. Worum soll es denn sonst gegangen sein? Bald bin ich auch eine Braut. Ich will dir nicht den Spaß verderben. Die können über sonst was geredet haben. Unsinn. Erst hat Max Kopf und Kragen riskiert, um das Glockenspiel für mich zu läuten. Und jetzt spricht er mit dem Pater. Rechne doch mal eins und eins zusammen. Das kann nur bedeuten, dass Max das Aufgebot bestellen will. Sophie, wie geht es, Valerie?
Nicht so gut. Tante Magda ist gerade bei ihr. Aber sie ist sehr tapfer. Wolfgang, ich denke, es ist besser, wenn du deinen Besuch auf morgen verschiebst. Das sehe ich auch so. Valerie wartet auf den Baron. Sie hat schon zweimal nach ihm gefragt. Was kann sie denn so Dringendes von ihm wollen? Das hat sie nicht gesagt. Aber es scheint sehr wichtig zu sein. Na dann. Ich werde es so kurz wie möglich halten. Mein Engel, ich werde eine Krankenschwester kommen lassen. Ich möchte nicht, dass du dich vor unserem Hochzeitstag so verausgabst. Aber ich kümmere mich gern um Valerie. Es ist auch überhaupt nicht anstrengend. Sie schläft doch die meiste Zeit. Na gut, wie du willst. Aber versprich mir, dass sie regelmäßig ihre Medizin nimmt. Du klingst schon wie Tante Magda. Deine Tante Magda und ich haben ein Komplott geschmiedet. Sie hat mir genau erklärt, wie der Trauring deiner Mutter aussah. Ich wollte doch nicht riskieren, dass du es dir vor der Hochzeit noch anders überlegst. Oh Gott, Friedrich. Gefällt er dir? Er ist unglaublich schön. Du bist der beste Mann, den eine Frau sich wünschen kann. Darf ich ihn gleich aufstecken? Lass mich das machen. Na nur, da sollte doch ein Stein mehr drin sein. Ach, mir gefällt er so. Nein, ich bring ihn wieder zum Juwelier. Er muss geändert werden. Darf ich ihn bis morgen behalten? Ich würde ihn gern Papa zeigen. Natürlich, mein Engel. Jetzt ist es mir fast schon ein bisschen unangenehm, was ich sagen muss. Ich möchte nicht, dass du Max bestrafst. Er hat es doch nicht böse gemeint, als er dir die Überraschung mit dem Glockenspiel zerstört hat. Glaubst du nicht, dass du dir dein hübsches Köpfchen lieber über die Hochzeit zerbrechen solltest? Ich muss nicht alle Menschen um mich herum vergessen, weil ich heirate. Na gut. Wenn es dir so wichtig ist, dann wird euer Verwalter eben nicht bestraft. In Ordnung? Ja, es ist mir wichtig. Ich möchte nicht, dass jemand unglücklich ist, wenn ich so glücklich bin. Dann wollen wir Valerie mit ihrem Besuch alleine lassen. Otto. Ja, natürlich. Himmel. Alles in Ordnung? Es geht schon. Sind Sie sicher, dass ich nicht lieber morgen wiederkommen soll? Wenn ich die Hochzeit verhindern will, dann dürfen wir keine Zeit verlieren. Aber Sie sind krank. Das ist unwichtig. Ich muss endlich beweisen, dass Friedrich Otto bei diesem Amerika-Geschäft reingelegt hat. Was kann ich da tun? Die Detekteien haben immer noch keine Informationen über diesen Mann in Russland. Und mehr haben wir nicht. Doch. Es gibt Neuigkeiten. Peer Hansen. Wer soll das sein? Das ist der Beamte, der damals die Fässer mit Ottos Wein verzollt hat, die angeblich nach Amerika verschifft worden sind. Noch jemand also, der weiß, dass Hartenstein den Wein stattdessen nach Königsberg verkauft hat? Er muss irgendwie bestochen worden sein oder eingeschüchtert. Wolfgang, Sie müssen nach Hamburg fahren und diesem Zollinspektor auf den Zahn fühlen. Und bitte beeilen Sie sich. Bis zur Hochzeit ist es nur noch eine Woche. Ich werde so bald wie möglich aufbrechen. Sie gibt also immer noch keine Ruhe. Baronin Vietow glaubt, dass Sie diesen Hansen bestochen haben. Diese kleine Schlampe hat einfach einen guten Riecher. Was soll ich denn jetzt tun? Sie will, dass ich nach Hamburg fahre und mir diesen Hansen vorknöpfe. Gar nichts werden Sie tun von der Fohle. Gar nichts. Lina! Mal schlafen. Ach du, geh ins Bett, Lina. Ich muss warten. Max will bestimmt noch kommen, um mir zu sagen, dass er das Aufgebot bestellt hat. Max ist längst oben und schläft, wie alle anderen auch.
Und du solltest jetzt auch ins Bett gehen. Komm, du hast doch morgen einen anstrengenden Tag vor dir. Und wenn er doch noch kommt? Und er ist wirklich wie der von Mama? Wenn ich es nicht wüsste, würde ich sagen, der ist es. Also wirklich eine schöne Geste. Ein Verlobter hat doch Sinn für Tradition. Ich würde eine Tradition auch gerne fortführen, wenn du erlaubst. Und was für eine? Ich will Pater Johannes fragen, ob wir in der Kirche dieselbe Musik spielen können wie bei dir und Mama. Eine schöne Idee. Oh, guten Morgen. Ich hoffe, ich störe nicht. Auf keinen Fall. Wie geht es Ihnen denn? Viel besser. Aber Sie sind ja noch ganz blass. Hm. Die grässlichen Kopfschmerzen. Ein kleiner Spaziergang wird hoffentlich helfen. Warten Sie! Erst nehmen Sie Ihre Stärkungstropfen. Pater Johannes? Verloren. Er muss unter den Altar gerollt sein. Aber Valerie, Sie essen ja gar nichts. Haben Sie keinen Appetit? Ich verstehe das auch nicht. Vorhin ging es mir doch schon wieder richtig gut. Möchten Sie lieber noch ein bisschen hinlegen? Ich kann noch nicht die nächsten Monate im Bett verbringen. Essen Sie einen kleinen Happen. Manchmal hilft das gegen die Übelkeit. Aber wirklich eine schwierige Schwangerschaft. Kannst du ihn sehen? Ja, da hinten. Moment. Damit kann's gehen. Wäre doch gelacht. Na, wer sagt's denn? Gott sei Dank. In der Tat. Danke, Max. Ich dachte immer, eine Braut hütet ihren Trauring wie ein Löwe seine Beute. Hier. Damit du ihn nicht wieder verlierst. Ist noch irgendwas zwischen Max und mir. Jetzt spiel nicht das Unschuldslamm. Sophie heiratet in ein paar Tagen. Wieso machst du ihr da wieder Hoffnungen? Zum Teufel mit dieser verdammten Hochzeit. Ich kann es nicht mehr hören. Die Baronin scheint langsam den Verstand zu verlieren. Das ist überhaupt nicht der Zeitpunkt, sich über sie lustig zu machen. Sie wollen die gesundheitliche Schwäche einer trauernden Witwe ausnutzen, um sich geschäftlich zu bereichern. Tut mir leid, wenn Sie das so sehen, aber wie ich meine Geschäfte durchführe, das bleibt ja wohl immer noch mir überlassen. Sie irren sich.